Das jüdische Kind von Rudolf Leonhard. Mein Freund Gottverstein hat mir eine Geschichte erzählt. Gottverstein, um es gleich zu sagen, ist Jude, ist sogar Ostjude. Er ist an das Auswandern gewöhnt, er hat unruhige Nerven und das Herz eines Dichters. So sieht er die Geschichten, die um ihn herum passieren. Und er hat den Verstand, aus ihnen für sein Dichterherz die Folgerungen zu ziehen. Er ist ein Kämpfer geworden. Sein Name bedeutet Gott verstehen. Aber seit er die Menge dieser Geschichten erlebt oder miterlebt hat, versteht er Gott nicht mehr, seit er gesehen hat, wie die Welt wirklich ist. Gottverstein hat in Paris in vielen dieser kleinen Hotels gewohnt, in denen die Leute Unterkunft finden, die keine eigene Ecke für sich haben können. Je kleiner, je abgelegener die Hotels sind, desto größer und namenloser ist das Elend, das sich in ihnen zusammendrückt. Im Zimmer neben ihm wohnte eine jüdische Flüchtlingsfamilie. Die Leute waren nicht immer elend gewesen. Sie hatten in einer kleinen Stadt Deutschlands ein Geschäft gehabt. Das war ganz gut gegangen und sie hatten gelebt, wie so mittlere Geschäftsleute leben. Der Vater hatte im Laden geschafft, die Mutter hatte ihm geholfen und die anspruchslose, behagliche Wohnung in Ordnung gehalten. Sie hatten neben der Arbeit eigentlich nur für ihre Familie Interesse. Das war ein Unrecht gewesen und ein Fehler, würden alle Leute dieses Schlages und überhaupt alle Leute sich um diese Angelegenheiten der Allgemeinheit kümmern, würde es in der Allgemeinheit auch ihnen gut gehen und manches wäre nicht geschehen. Aber diese Leute lebten so, wie eben Leute dieses Schlages leben. Der älteste Junge, Jakob, ging zur Schule. Als er etwa 9 Jahre alt war, brach in Deutschland die Hitlerei aus. Und der kleine Jakob war der erste aus der Familie, der die Hitlerei zu schmecken bekam. Plötzlich waren alle seine Lehrer Nazis. Jakobs Lehrer war Sturmführer und war sich seiner Pflicht als Sturmführer bewusst und auch seiner Macht als Sturmführer. Deshalb ließ er immer wieder die Kinder ein Lied singen, so oft wie nur möglich, indem die Zeilen vorkamen: Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht's noch mal so gut. Ganz besonderen Wert legte der Herr Lehrer und Sturmführer, falls Jakobs Vater die Geschichte liest, bitte ich ihn sehr, mir den Namen des Mannes zu schreiben. Darauf, dass der kleine Jakob, der Judenknabe, das Lied und vor allem die Zeilen fest mitsinge. Auf den kleinen Jakob machte das einen starken, einen immer stärkeren, einen ganz entsetzlichen Eindruck. Er war doch selbst Jude. Und seine Eltern, die gut zu ihm und zu allen waren, waren doch Juden. Und nun sollte das Judenblut, sein Blut, ihr Blut von den Messern spritzen. Warum denn? Warum denn das Judenblut? Und warum diese grässlichen Messer? Ganz verstört wurde der Kleine. Immerfort musste er an das Blut denken und an von Judenblut triefende Messer. Immerfort musste er davon sprechen, dass diese beiden Zeilen sagen und die Eltern fragen, warum denn das sein müsse, bis auch die, die nun schon viele Sorgen hatten, ganz verstört waren. Sie dachten verzweifelt nach, was sie für ihren Jungen tun könnten. Schließlich erreichten sie unter großen Mühen, denn aus Angst vor den Nazis stellten sich viele in der Stadt feindlich gegen sie, dass ein Arzt ihnen ein Attest gab. Der kleine Jakob habe eine schwache Kehle und solle vom Singen befreit werden. Hier musste der Sturmführerlehrer nachgeben. Jakob brauchte nicht mehr mitsingen, dass das Judenblut vom Messer spritzen solle. Aber das hatten die Eltern nicht bedenken und nicht erwarten können. Nun wurde es noch schlimmer. Hatte bisher die Tätigkeit des Singens, das Muskelgefühl bei der Bildung der Melodie in der Kehle, den Jakob immerhin noch ein ganz klein wenig über die Bedeutung der Worte hinweggetragen, ihn durch das Lied gleiten lassen, ohne dass mehr als die schreckliche Gesamtheit der Zeilen haften blieb, so konnten jetzt, da er fast täglich das Lied
denn der Lehrer zwang ihn, dem Gesang beizuwohnen, stumm anhören musste, die gräulichen Einzelheiten sich in ihm festhaken. Wie Messerstiche. Ja, schon wie Messerstiche stachen sie in sein Ohr, in seinen Kopf, in sein Blut. Immer sah er nun das Glitzern der spitzen Messer vor sich und die Flecken bräunlichen Blutes und Fäden Blutes an der Scheide dieser Messer entlang spritzen, als ob sie zischten. Der kleine Jakob sprach von nichts anderem mehr, wenn er überhaupt sprach. Er aß nicht mehr, er war weiß im Gesicht, er magerte ab, er wurde krank und kränker. Schließlich entschlossen die Eltern sich, aus der Stadt und aus Deutschland wegzugehen. Das war nicht einfach. Sie hatten das Haus und die Stadt und das Land geliebt. Es waren Stadt und Land ihrer Eltern und Großeltern gewesen. Sie hatten dort gesessen und geschlafen, hatten dort gearbeitet, waren dort spazieren gegangen. Früher hatten sie Freunde dort gehabt. Es war auch nicht leicht, sich materiell loszulösen. Sie mussten alles verkaufen. Da sie verkaufen mussten, verkauften sie schlecht. Kein Notar wollte ihnen die Verträge machen, aus Feindschaft oder aus Angst vor den grausamen Machthabern. Sie wurden betrogen an allen Ecken, von allen Seiten und auch von solchen, die noch vor kurzem Freunde gewesen waren. Und sie verloren fast alles. Aber sie konnten nicht mehr in ihrer Stadt leben und sie wollten ihren kleinen neunjährigen Jakob vor dem strengen Herrn Lehrer, vor dem hochmächtigen Sturmführer retten. In Paris schien es dem Kleinen zunächst besser zu gehen. Erst erschreckte ihn die fremde Sprache, dann das Deutsch, das man ihm mit jenen grauenvollen Versen doch nicht vergällt hatte, war seine einzige Sprache, war seine Sprache. Aber als er sich daran gewöhnt hatte, dass außer den Seinen alle, denen er im Haus und auf der Straße begegnete, Kauderwelsch redeten, lebte er auf. Er hörte ja auch nichts mehr von den Messern und Judenblut und fand das Fremde sogar lustig. Die Eltern waren glücklich darüber, obwohl sie immer wieder schwere Sorgen hatten, und sahen ihn freudig an und streichelten ihn. Sie glaubten, er habe den Schauer überstanden und vergessen. Aber da geschah etwas. Doch von hier an hat mein Freund Gottverstein, dem man den bisherigen Verlauf der Sache dann erzählte, die Geschichte miterlebt. Eines Nachts hörte er im Nebenzimmer singen. Eine Kinderstimme sang. Eine seltsam hohe, gläserne Kinderstimme. Sie sang nur zwei Verse, die lauteten: Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht's doch mal so gut. Gottverstein war vom Tisch, an dem er arbeitete, aufgesprungen und horchte, den Kopf vorgestreckt, die Fäuste auf seine Papiere gedrückt. Dort nebenan wohnten doch, das wusste er, Emigranten, jüdische Flüchtlinge, und bei denen im Zimmer wurde das dümmste, das barbarischste, das roheste, antisemitischste Lied gesungen. Es war so, das erfuhr er am nächsten Tag, und das hörte er nicht nur jede Nacht von nun an, das sah er oft mit an. Um 2 Uhr hatte sich der Knabe, der ruhig geschlummert hatte, plötzlich im Bett aufgesetzt und mit kleiner, hoher, gläserner Kinderstimme die beiden Verse, die also nicht in ihm erloschen waren, zu singen begonnen. Hintereinander, nur die beiden Verse, immer die beiden Verse. Die aus dem Schlaf geschreckten, auf den Tod erschrockenen Eltern hatten ihm mit Wasser die Stirn gekühlt, glaubend, das Kind sei mondsüchtig geworden, und ihm angst- und liebevoll zugeredet. Es hatte nichts geholfen. Die leere, dicke Schlafluft stand wie ein Wall zwischen ihnen und dem Kind. Nur seine dünne Stimme kam spitz zu ihnen und ging spitz wie ein glitzerndes Messer durch die knisternden Wände hindurch über sie weg. Ihr Kind hörte sie nicht. Nach etwa einer Stunde fiel der Junge um, steif wie eine morsche Latte, und schlief wie ein Stein. Am nächsten Morgen, als die erschöpften Eltern ihn befragten, wusste der Junge nicht, was geschehen war. Aber in der Nacht ging es wieder los, gegen 2 Uhr, wieder bis gegen 3. Er sang unzugänglich allem, was man ihm sagte, bis er umfiel und schlief. Und so ging das nun jede Nacht. Die Eltern brachten ihn zu einem Arzt.
Der beklopfte die Knie mit einem kleinen Hammer, hielt ihm ein Licht vor die Augen, drückte und prüfte, sagte ein paar lateinische Worte und zuckte dann nachdrücklich mit den Schultern. »Da könne man nichts machen«, sagte er. »Es sei ein sehr seltener, ein überaus seltener Fall«, sagte er, »dass ein Kind geisteskrank würde.« »Geisteskrank«, sagten die Eltern leise und sagten es oft, immer sehr leise, und dachten, verrunzelt von ihren schweren Sorgen, den ganzen Tag dieses Wort in der Angst vor der Nacht. Denn jede Nacht richtete sich ihr kleiner Junge neben ihnen im Bett auf und sang mit einer gläsernen Stimme die beiden Verse des Hitlerliedes, des verruchten Liedes. In einer Nacht fiel der Vater neben dem Bett in die Knie, Tränen liefen ihm über das Gesicht, er rang die Hände und schrie zu dem Knaben auf. Es war, als wäre er nun verrückt, schrie zu dem Kleinen auf, »Jakoble, soll ich mir denn das Leben nehmen?« Und er begann weinend, dem mager dasitzenden Kind alle Arten des Selbstmordes aufzuzählen. Man kann sich erhängen, erschießen, ertränken, vergiften, man kann... Das sagte aus seiner Verzückung und Entrückung heraus, ohne sich zu bewegen, das Kind, das nun ganz alt aussah und als wäre es der Vater des zu seinen Füßen weinenden Mannes. »Mach das nicht, Vater, mach das doch nicht, dann bin ich doch eine Waise und ich kann doch gar nichts dafür, ich will ja gar nicht singen, ich kann doch nichts dafür, ich singe gar nicht, das singt in mir.« Hiermit war die Geschichte für Gottverstein zu Ende. Nicht für den kranken Jakob und seine Eltern, aber die Familie zog aus dem Hotel aus. Das Leben der Emigranten ist ja sehr schwer und wechselvoll. Und es wechseln doch meistens nur die Arten des Elends. Und man hat nicht erfahren, was aus den Eltern geworden ist und aus dem geisteskranken Kind. Aber der Knabe hat recht gehabt. Er kann nichts dafür. Und deshalb darf die Geschichte nicht so zu Ende sein. Er hat recht gehabt, ganz und gar. Er sang nicht, es sang in ihm. Die ganze Hitlerei sang in dem zerstörten Gehirn des neunjährigen Judenknaben, die ein ganzes herrliches Land verwüstet hat und die Gehirne darin wie das Gehirn Jakobs. Weil aber die Geschichte nicht so zu Ende sein darf, für die teuflischen Lumpen, die ein Land und die Gehirne seiner Menschen verwüstet und einen neunjährigen Knaben geisteskrank gemacht haben? Ein seltener Fall, sagt der gelehrte Arzt, ein ganz außerordentlich seltener Fall. Weil sie nicht zu Ende sein darf, für die, die den Lehrer zum Sturmführer, einen Sturmführer zum Lehrer machten, dass er ein neunjähriges Kind geisteskrank machen konnte. Weil diese Geschichte nicht so einfach zu Ende sein darf, soll man sie überall weitererzählen, damit alle, die bedroht sind, wissen, was der Nationalsozialismus in Deutschland und für Deutschland ist und für die Welt. Es muss also ein jeder die Geschichte hören und glauben, denn sie ist wortwörtlich und buchstäblich wahr. Und wer sie besser versteht, als Jakobs armer, weinender Vater sie verstehen konnte, der merkt sie sich. Und wer sie sich merkt, der handelt danach.